Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Ja, wir haben, wie man sieht, gerade das Sonnenwendfest in World of Warcraft am Laufen. Ich nehme das heute an dem Tag auf, wo die Folge sogar kommt, weil ich momentan keine Folgen mehr vorproduziert habe, da ich gerade aus meinem Urlaub vom Festival zurückkomme. Novaorg in Österreich war ich nämlich. Sehr geiles Festival, kann ich nur jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen, wenn man da irgendwie hinkommt oder auf Festivals steht auf jeden Fall. Sonnenwindfest, wir werden uns einmal ganz kurz damit beschäftigen. Ich bin allerdings schon im Dungeon Browser angemeldet. 5 Minuten werden angezeigt, 6 Minuten haben wir bereits. Schauen wir mal, wann wir da dementsprechend reinkommen. So, er die Flamme des nördlichen Schlingendornstals. Wir kriegen diese Brandblüten dafür. Für diese Brandblüten, die kann man dann bei verschiedenen Händlern, ich glaube in der Hauptstadt hauptsächlich, eintauschen gegen verschiedene Items. Also es gibt wieder, ich glaube es gibt eine Verzauberung für die Waffe letztendlich, die man, halt, das war der falsche, irgendwo eine Verzauberung für die Waffe gibt es glaube ich, die man dementsprechend bekommen kann dafür. Es gibt ein paar Rezepte, die allerdings, ja, letztendlich nur irgendwelche Spielzeuge, Kosmetikzeuge, nichts Weltbewegendes auf jeden Fall dabei. Gibt es eigentlich einen Eventboss? Fürst Aune! Ah, das ist glaube ich dieser Frosttyp, den ich vor 3-4 Folgen mal erwähnt hatte. Den werden wir uns definitiv auch ansehen. Ich bin jetzt allerdings schon für das normale Dungeon angemeldet. Das heißt, wir werden in dieser Folge werden wir das normale Dungeon nehmen. Und in der nächsten Folge werden wir dann dementsprechend das andere Dungeon machen, das Sonnenfest-Dungeon. So, hier, wenn man sich dementsprechend an diesen Baum hier reinklickt, sehr schön, da sind wir schon drin, steigt hier dieser Buff. Durch Töten von Monster halten Erfahrung um 10% erhöht. Das hilft mir natürlich jetzt um einiges, wenn ich einfach mal 10% mehr Erfahrung kriege, da wir ja ohne ACC gehen und alles andere spielen. Ist es ganz praktisch. Deswegen bis zu 60 Minuten ist das Ganze, glaube ich, stapelbar. Das heißt, wir werden uns jetzt hier noch so lange drehen, wie es möglich ist, damit wir fürs ganze Dungeon ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen und dadurch schneller im Level steigen. Mittlerweile ja auch Level 50. Ab Level 65 rum wird es, glaube ich, richtig spannend, denn dann habe ich auch vor... Ah, wir sind schon wieder in Uldaman. Wird es nämlich richtig spannend, denn da werden wir es dann dementsprechend so machen, dass ich auch die alten Dungeons schon mal spielen werde. Beispielsweise Molten Core, Zulaman, Zul'Gurub, was es alles so gibt. Okay. Er meint's ernst? Gut, dann legen wir einmal gleich im Dungeon los. Zul'Gurub, gut. Itemtechnisch, ich glaube, 2-3 Dinge bräuchte ich noch. Boah, ich hätte gern mal wieder ein anderes gespielt. Mittlerweile ist es so ein bisschen nervig auf Dauer. Aber naja, was soll man machen? Auf jeden Fall eine relativ gute Gruppe, so wie es aussieht. Der hat jetzt sehr viel gepullt und hat es ohne Probleme eigentlich überlebt, obwohl der Heiler auch noch nicht komplett ready war. Hat er aber vergessen. Bin ich mal gespannt. Dürfte relativ schnell und zügig gehen. Ich werde die Folge höchstwahrscheinlich komplett durchlaufen lassen, damit wir in der nächsten Folge, also am Sonntag, dann dementsprechend wirklich das diesen Fürsten sehen. Wie hieß er jetzt? Frostfürst Aune. Oder Ahne. Aune? Ahne? Ahne oder Aune? Ahune. Irgendwas in der Richtung. Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall 500 Erfahrungspunkte pro Gegner ist gar nicht so verkehrt. Das Schöne an Uldaman ist eigentlich nur, dass es extrem viele Nebenbosse und Bosse insgesamt eigentlich gibt. Relativ viele Items und natürlich dadurch auch immer jeweils diese 6450 Erfahrungen, die man zusätzlich bekommt. Also Level 51 ist definitiv drin. Level 51,5 wäre sogar, ich glaube Level 51,5 könnte drin sein. Gutes Level müsste eigentlich in der Instanz machbar sein. Selbst mit Stufe 50. Boah, jetzt war ich natürlich wieder, ja, knapp, eigentlich 2 Wochen, wo ich kein World of Warcraft gespielt habe. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So, da vorne steht auf jeden Fall schon der erste Boss. Was hat der Gute? Der Gute hat Hände. 56, brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben momentan nach wie vor Defizite in Hose. Hose und Schmuck. Genau, und Schmuckstück kriegt mir, glaube ich, auch. Das wäre nice. Das würde ich nehmen. Wenn mein Adler es wieder reinhaut, ist mein Wichtel da. Ja, mein Wichtel ist da. Sehr schön. Gut gepult. Kann jemand anders noch anvisieren.
zwei Chaosblitze ist natürlich mega geil. Ah, relativ anstrengend das Ganze. Aber okay, es passt noch. Lohnt sich das? Einer rennt weg. Was ist mit dem hier? 1%. Und tschüss. Er hält verdammt viel aus. Einer steht noch nebendran. Ein Orakel. Ich glaube, das Orakel heilt den hoch. Kann das sein? Ich glaube, Orakel war Heiler. Naja, er hält allgemein viel aus. Okay. Ja, vielleicht was also die Folgen. Ich werde jetzt wieder ein paar vorproduzieren. Ich hoffe, dass ich jetzt am Wochenende, also wir haben gerade Samstag übrigens, dass ich jetzt dazu kommen werde, oben letztendlich mal zieht es ja 23. ist heute, dass ich jetzt dann wieder dazu kommen werde, noch ein paar Folgen vorzuproduzieren, damit ich wieder einen kleinen Puffer drin habe. World of Warcraft Together bin ich gerade mit dem Simon auch wieder am Reden, dann wie wir da mal wieder eine Folge bringen. Ist glaube ich auch schon wieder ein oder zwei Monate her. Aber zurzeit bin ich mega im Stress und komme einfach nicht mehr dazu. Okay, die Hände haben wir Gott sei Dank nicht gekriegt. Hose. Die wäre super. Die hätte ich gerne. Die Hose, die hätte ich gerne. Ja, jetzt setzt den Feuerregen. So, kein Chaos. Blitz, den Feuerregen jetzt gelohnt. Na, da ist einer. Chaosblitze lohnen sich letztendlich immer nur auf die Elite-Gegner. Die anderen, die kippen einfach viel zu schnell um. Da kriege ich einfach nicht den vollen Schaden raus. Na komm, einer geht, oder? Und... Na, hat sich nicht gelohnt. Dem hier rennt schon wieder weg. 1000. Na, 1000 sind 3 Cast. 1900. Ja, die einzige Attacke, die ich halt wirklich habe, die ordentlich Schaden macht, ist halt wirklich einfach der Chaosblitz. Alles andere ist so nett, aber naja, nicht wirklich hilfreich. Wo kommen denn die ganzen Gegner her? Holen ja echt alles. Mir fehlt nur so eine zweite Attacke, die richtig ordentlich Schaden macht, die man zwar auch nur alle paar Sekunden oder paar Minuten einsetzen kann oder sowas, aber wäre doch eigentlich ganz cooler. Ich habe echt, glaube ich, nichts, was sich da dementsprechend lohnt. Umskillen wollte ich auch nochmal. Gut, verdammtes Wache hätte ich noch, den ich mit draufjagen kann, aber der macht jetzt auch nicht so mega viel Schaden. Ah, komm, den kriege ich hier. 4000 hat er noch. 4100. Ich habe kein Ziel. So, nächster Boss. Hose. Mithril. Hätte ich gern. Oh, komm. Niemand stiehlt die Geheimnisse der Schöpfer. So. Mithril nehmen wir mit. Auch wenn schon der Kampf begonnen hat, es ist ein bisschen assi. Was soll ich machen? Das nehmen wir mit, wenn ich es schon mal sehe. Normalerweise renne ich ja immer gerne an solche Vorkommen vorbei. Dafür machen wir jetzt hier. Komm, volle Kanne. Was geht an Schaden drauf? Defizit wieder ausgleichen. Nach wie vor, World of Warcraft erfreut sich relativ große Beliebtheit auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank übrigens nochmal dafür an all die Leute. Mittlerweile, Stand heute, sind es nach wie vor 285 Abonnenten. Vielen lieben Dank an jeden einzelnen davon. Ich hätte niemals mit so einer riesen Zahl gerechnet. Vor allem zurzeit pro Monat 20 bis 30 Abonnenten mehr. Finde ich okay. Natürlich, besser geht immer, aber schlechter wäre schlechter und bin mehr als zufrieden damit. Also vielen lieben Dank nochmal an jeden Einzelnen. So macht es einfach doch mehr Spaß, wenn man weiß, okay, man macht das Ganze nicht nur für sich umsonst oder es ist sinnlos, dass man es überhaupt macht, man könnte es auch lassen, sondern es ist wirklich so, dass auch die Leute sich dementsprechend das ganze Zeug anschauen wollen bei mir. Finde ich immer cool. Ist so ein kleiner Anreiz nochmal für mich auch dementsprechend nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben. So, damit wäre die Dame gefallen. Hat sie meine Hose? Nein, Tiefensteinsalz. Ganz toll. Oh, hier ist, glaube ich, nee, hier ist nur der Questgegenstand. Den haben wir allerdings schon. Quest sind wir mittlerweile komplett durch. Ist, glaube ich, mittlerweile auch das, boah, das vierte oder fünfte Mal, glaube ich, wo ich um Ulaman rumrenne. Pala? Der da so vorrennt? Ja, oder? Paladin, ja. Ah, der Tank ist mega. Er sammelt ordentlich ein. So, Fledermaus. Ja. Ich hinter mich drehen. So, mein Wichtel ist auch noch da. Auf jeden muss man auch noch ein Auge haben. Er braucht einen eigenen Zivi.
No, keine Stille. Stille ist so das Bescheuerste, was man einem Hexenmeister antun kann. Okay. Also hier lohnt sich eigentlich nicht, die Feuerregen rauszuholen. Holt er noch mehr? Sportlich. Drei Gruppen? Drei Gruppen ist sportlich von denen. Da lohnt sich der Feuerregen. Und das Verwüsten eigentlich auch. So, da haben wir dann schon einen Boss. Ne, Obsidianwache. Normaler. Ohne da, den kriegen wir auch platt. So, jetzt kommen dann die Nebenbosse. Einmal komplett die Reihe durch. Ah, next Kill können wir aber wegklicken. Dann sehe ich die restlichen nicht mal dann. Jetzt sehe ich alle Nebenbosse. Ne, Obsidianwächter, das ist schon der. Das ist tatsächlich, das ist schon der Boss. Der sich hier gerade aufteilt, fröhlich. Mana niedrig. Obsidianwächter haben wir besiegt. 6000 Erfahrungspunkte oben drauf gekriegt. Also Stufe 51 ist auf jeden Fall drin. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Als. Haben wir den schon? 56. Nee, ist was anderes. Crit, Fiesseitigkeit, verliere ich Crit, kriege ich dazu. Oh ja, warum nicht? Ein Punkt mehr. Ausdauer verliere ich. Habe ich Intelligenz dazu? Nee, auch Ausdauer, oder? Ja, auch Ausdauer. Schade. Intelligenz bringt's mehr. Kommt nicht hinterher. Ich glaube, ich hebe mir mal ein paar mehr Feuerregen auf. Ich habe kein Ziel. Ja, ja. Mega nett. Immer die gleichen Sprüche. Können Sie mal einen anderen Spruch ausdenken? Ja, sowieso. Es wird jetzt, wir haben ja gerade jetzt Juni im Mitte August, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ich glaube, Mitte August war es. Wo letztendlich, also schon der nächste Boss. Füße brauche ich nicht. Wo letztendlich das Addon rauskommen soll. Da bin ich mal mega gespannt drauf. Ich werde es höchstwahrscheinlich so machen, es wird, also den Account hier werde ich definitiv weiterlaufen lassen, dass dieses World of Warcraft Hexenmeister, was ich laufen habe, wird weiterlaufen. Ich werde vielleicht noch ein zusätzliches World of Warcraft dazu nehmen, wo ich dann mit meinem Schurken höchstwahrscheinlich, so wie es momentan aussieht, würde ich dann das neue Addon spielen wollen. Weil mit dem Hexenmeister brauche ich ja noch, ja, also bis Ende des Jahres definitiv, bis ich mal aufs Max-Level komme, wahrscheinlich eher noch länger sogar. Da halt nur zwei Folgen auch die Woche rauskommen dafür. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, wie ich es machen soll. Ob ich wirklich nochmal World of Warcraft bringen soll, dann mit dem Schurken im neuen Addon das Ganze zeigen soll, oder ob euch das reicht, so wie World of Warcraft auf meinem Kanal kommt. Mit der Alpha habe ich ja aufgehört mittlerweile, weil ich mich jetzt nicht nur allzu viel Spoiler lassen wollte, kurz vor dem Addon. Wird zwar extrem gut besucht auf meinem Kanal, aber ich wollte mich halt echt nicht mehr spoilern lassen. Und deswegen dann mit dem neuen Addon würde ich dann ja den zweiten World of Warcraft Channel bei mir wieder aufmachen wollen. Ich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Lasst mir gerade mal einen Kommentar da am besten, wenn euch das dementsprechend interessiert und ich das dementsprechend auch so bringen soll, wie ich es gerade erzählt habe. Dann würde ich es nämlich so ungefähr machen. So, ab zum nächsten Boss. Der hat Schultern, braucht man nicht unbedingt. Rücken würde ich nehmen. Da wäre eine Verbesserung da. Schultern müssten nicht sein. Kleine Verbesserung ist logischerweise immer da vom Item, also kein, ja fast kein Item ist eigentlich umsonst, was ich hier kriege. Aber zum größten Teil ist es wirklich noch so. Oh, Gold. Goldader. Und wir kriegen sogar einen Skillpunkt, oder? Jo. So, ich hoffe, mein Lichtland ist noch irgendwas. Ne, da hinten steht er. Pulter da glaube ich nichts. Weil ich jetzt hier runtergesprungen bin in das Loch, rennt er ja gerne mal komplett außen rum. Ich glaube, wir haben sowieso alles gepult, was in dem Raum da ist. Was zur Hölle war das? Ich brauche ein Ziel. Ich glaube, eine Heilung, die eingeschlagen ist. Schönes Leuchten. So, wie sieht's aus? Wir haben noch den. Zwei Bosse haben wir noch. Und noch den Endboss.
Ne, wir machen die Instanz mal wieder durch. Ich mache die Folge einfach ein bisschen länger. Schadet nicht, wenn die Folge mal länger als 20 Minuten geht. Wir werden die Folge nicht splitten. Ich mache die Folge durch. Jedi hat die Folge mal wieder 30 oder 40 Minuten. Ich glaube, das schadet auch nicht. Weil wir kommen dann so langsam aus sicher, kommen wir auch mal hier vorwärts. Und ich würde unglaublich gerne wirklich Level 60 erreichen, damit ich in die Scherbenwelt komme. Fallen neue Dungeons. Ich sehe immer gern neue Dinge und paar neue Quests. Ding Donner, da haben wir jetzt zwar auch noch ein bisschen was zu questen, das wird uns jetzt, glaube ich, noch grün immerhin. Das wird uns noch zumindest bis Level 60, wird uns Schlingendonner, glaube ich, ja, begleiten letztendlich. Ich queste dort relativ gerne, weil es halt viele Vorkommen gibt, viele Kräuter vor allem gibt und ich da relativ gut skillen kann, wie man sieht. Also mittlerweile, wir sind ja auch auf einem guten Weg, was unsere Skillpunkte angeht, wovon ich nicht ausgegangen bin, da ich ja wirklich sehr, sehr viele Dungeons mache. Und man da einfach sehr, sehr wenig zu skillen bekommt. So, ich hätte mich dann für Wüsten anbringen können, aber ich habe es mal wieder komplett verrafft gerade eben. Boah, der gute Mann hatte Schultern und Rücken. Rücken ja, Schultern nö. So. Brennen, Chaosblitz, verbrennen, Chaosblitz. Schön wär's. Haben uns so leider das Normale noch mit drauf machen. Wie heißt denn überhaupt? Feuerbrand? Nee, verbrennen. Feuerbrand, verbrennen. Ich glaube, das hieß früher auch mal anders. Kann eigentlich sein, dass ich es jetzt wieder mit dem Magier verwechsel. Ich bin mir unsicher. Na, aber klar. Ah, okay. Ja, Gold. Wie viel Gold haben wir denn überhaupt im Moment? 817. Oh, geht. Für das, dass ich nicht großartig farmen gehe, ist es eigentlich ganz okay. Zumindest es reicht, dass ich mir Reiten und so weiter leisten kann. Im Auktionshaus, nee, haben wir auch nichts mehr im Moment rumliegen. Ein bisschen was verkaufen könnte ich, glaube ich, noch. Gerade im Betrieb oder sowas dürfte vielleicht ein bisschen Gold noch einbringen. Na komm, wir machen hier mal wieder ein Verwüsten drauf. Oh, nee. Nee, der Paladin steht hier mit drin. Oh, der Paladin hat das T-Set an. T2-Set. Eins der coolsten Paladin-Sets, die es gibt, meiner Meinung nach. Nur der Admiralzug passt nicht so ganz dazu. Ja, schönste T-Set eigentlich das vom Priester. Das T3-Set vom Priester finde ich mega geil. Oder das T3-Set vom Magier. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen beeinflusst, weil ich extrem lange Magier gespielt habe. Und T3-Set vom Krieger. Mega cool. Ach, hier. Ha, okay, renn mal da als Weihnachtsmänner rum. Warum nicht? Krieg ich den durch? Ja, sehr schön. Wie, kein Boss mehr. Kein Boss mehr? Achso, noch ein Boss. Ich muss zuerst. Oh, mir da gestorben, bevor ich überhaupt irgendwas casten konnte. So, was hat der eigentlich? Was sind die. Nee, der hat Brust. Nee, die haben wir letztes Mal bekommen. Brauche ich nicht, haben wir das letzte Mal gekriegt. Schmuckstück war, glaube ich, der. War das der Endboss? Ich glaube, der Endboss hat ein Schmuckstück gehabt. Lammer nur noch. Wir haben noch, genau, den jetzt und dann noch den Endboss, also zwei Stück noch. Und dann sind wir sogar mit der Folge eigentlich relativ gut ausgekommen. Gerade bei 20 Minuten jetzt erst. Reicht sogar. Gut, dass ich mich vorher angemeldet habe. Das ist auch so wieder einer, der ewig viel aushält. So, Loot, Gold, okay. Passt, vielleicht kriege ich dann wirklich das Schmuckstück zusammen. Yep. Und er hat Finger. 56. Ausdauer. Naja, ja, okay. Verbesserung zu meinem 52er, weil die Gegenstandsstufe anders da ist. Aber sonst. Hier nicht irgendeiner an Schmuckstück? Hals? Beine? Handgelenk? Oh, tatsächlich. Okay, seltsam. Ich war der feste Überzeugung, dass sie hier ein Schmuckstück gab.
Gut, shit happens. Das hat sich nicht gelohnt. Ich bräuchte ganz dringend mal was zu trinken. Ich würde mir ja kurz mal auf Folgenzucker stellen und mir ein Wasser holen. Mein Hals wird gerade mega trocken. Ich glaube, ich stelle mich mal ganz kurz auf Folgen. Ich hoffe, das geht gut. Wobei. Ah, komm her. Ah, ich zieh's durch. Ich weiß drauf. Wenn ihr mich irgendwann mal ersticken hört, dann wisst ihr, wo es lag. Ich glaube, es geht noch. Wir ziehen es durch. Scheiß drauf. Wie so ein Fünftklässler, der letztendlich irgendwie mal aufs ganz dringend aufs Klo muss und sich bis zum Ende der Stunde aushält. So komme ich mir gerade vor. Ah, Gott. Gott sei Dank sind die Schulzeiten vorbei. Ich bin so froh, dass ich keine Prüfung und nichts mehr habe mittlerweile in dem Alter. Und nie wieder irgendwas machen muss. Ich habe jetzt noch Albträume von irgendwelchen Prüfungen. Und das mit knapp 30. Oh, mit Triebverkommen. Das sehen wir mal, wie die Schule einen fertig macht. Das mit Triebverkommen nehmen wir mit. Stell mich schon mal in die Richtung. Ja, dass ich es wieder verpeile. So. Oh, Level Up, Stufe 51. Schwarzfelstiefen. Oh, geil. Schwarzfelstiefen, auch eine coole Instanz. Ich hoffe, da kommen wir mal rein. Ich mache ja nach wie vor, dass zufällig Dungeon, weil es einfach mehr Erfahrungspunkte bringt, als die normalen Dungeons. Und eben dieses, kleine Goodie-Bag. Wobei der Inhalt da, naja, fragwürdig ist. Zumindest in dem Levelbereich, wo wir uns gerade befinden. Aber, Schwarzfelstiefen. Oh, die habe ich früher geliebt, die Instanz. Also wo es noch Max-Level 60 gab. Schwarzfelstief. Oh, und danach geht's ja nicht auf Trenor. Danach geht's in die Scherbenwelt und da bin ich mal... Da wird's dann auch wieder lustig. Irgendwann dann mal geschmolzener Kern. Ich würde mir gerne das T-Set nämlich holen. Für den Hexenmeister habe ich es nämlich überhaupt nicht. Ich glaube, nur den Gürtel und sowas, was random droppt. Der ganze Rest fehlt mir nämlich noch komplett. Auch T2, T3, ne, T3 nicht. Ist ja rausgenommen. T4, T5 und so weiter. Also wir werden definitiv dann auch die alten Instanzen noch so machen und die ganzen anderen Resten mitmachen. Langweilig wird uns in nächster Zeit nicht werden, das kann ich auf jeden Fall versprechen. Langweilig wird es allgemein auf meinem Kanal, glaube ich, eher weniger. Da doch relativ viel unterschiedliches Zeug geboten wird. City Skylines, Conan Exiles, The Forest, 7 Days to Die, jetzt kommt da noch ein bisschen anderes Zeug dazu. Es ist nämlich gerade, für alle Leute, die es vielleicht noch irgendwie nicht mitbekommen haben, es ist Steam Sale. Seit dem 21. 19 Uhr ist wieder Steam Sale. Und ich war jetzt schon wieder mal fleißig am Einkaufen. Werde jetzt noch ein bisschen weiter einkaufen. Ich mache mir ja immer so, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich sag's, glaube ich, mittlerweile zum 20. oder 30. Mal. Macht euch eine Wunschliste bei Steam. Oder bei irgendeinem anderen Anbieter, der einen Sale hat. Scheißegal, wer es ist. Will jetzt hier keine unbedingt Werbung machen. Einen anderen Anbieter, macht euch eine Wunschliste, wartet ab, bis ein Summer Sale, Winter Sale oder irgendein Sale ist und kauft dann die Spiele, wenn die Spiele halt wirklich 80% reduziert sind. Mega cool, weil dann kann ich mir pro Monat nicht nur ein einziges Spiel kaufen, sondern gleich mal 20 Spiele kaufen, letztendlich. Wenn ich keine 40 Euro mehr zahle, sondern nur 4 Euro pro Spiel. Ist wirklich teilweise, man muss ein bisschen warten auf manche Spiele, aber es lohnt sich. Und ganz ehrlich, bei irgendwie, ich habe jetzt bei 260 Spielen oder sowas, ich komme sowieso schon lange nicht mehr hinterher mit jedem Spiel, was ich mir kaufe, das auch gleich zu spielen oder mal ja richtig anzuspielen oder überhaupt durchzuzocken, ist sowieso absolut nicht mehr möglich. Von daher, Spiele kaufen, installieren, die Spiele, die mich komplett interessieren und dann mal reinschauen. Und wenn es was Gescheites ist, bring es auf meinen Kanal oder spiel es länger. Viel offline spiele ich sowieso mittlerweile nicht mehr, da ich einfach relativ viel mittlerweile ja auf meinem Kanal zeige und dafür doch relativ viel Zeit drauf geht. Aber ich mag es gerne. Ich mag es sehr, sehr gerne. Wirklich. So, Endboss. Dann sind wir bei 27 Minuten. Mit dem Dungeon sind wir dann durch. Sehr schön. Dann war das eine etwas längere Folge, aber es hat sich nur im Rahmen gehalten. Dann war es keine 14-Minuten-Folge. Ja, wir wagen es. Wer riskiert den Zorn der Schöpfer? Late, um genau zu sein. So, das Übliche, es kommen wieder kleine Gegnerwellen, aber ich glaube, wir machen relativ viel Schaden. Ich glaube, so schwierig wird das jetzt nicht.
mit der Gruppe keinerlei Probleme bis jetzt gehabt, von daher. Pustekuchen. Auch wenn ich mich heute mal nur irgendwie halb angestrengt, aber ich glaube, das liegt auch an der Uhrzeit. 10.41 Uhr muss sowieso gleich nämlich wieder weg. Ich habe heute noch einen Arsch voll Termine nämlich. Den kann ich heute auch nur eine Folge aufnehmen, das heißt, ich muss ja heute Abend vielleicht noch die nächste Folge aufnehmen, dann nämlich für, ja, für morgen letztendlich nehme ich schon. Bin momentan ein bisschen näher, ein bisschen im Stress. Gut, wenn man mal eine Woche lang auf Festival unterwegs ist, halt irgendwo in einem, auf dem Feld steht, hat man nicht wirklich die Möglichkeit, ja, World of Warcraft zu spielen oder irgendein anderes Spiel zu spielen. Außer mit dem Handy ein bisschen rumdaddeln, aber selbst das, glaube ich, habe mein Handy nicht ein einziges Mal angerührt. Na, nicht mich auch. Auf die Arme, Hexmeister. Ich auf den armen Paladin. Der hat wenigstens eine fette Rüstung an. Ich habe kein Ziel. So, das war's schon. Nein! Oh, wenn ich die Finger nicht kriegen können. So, wir haben auch noch die Kiste. Das letzte Mal habe ich sie, glaube ich, vergessen. Die Kiste. Lass mir eine Kiste. Meins. Meins. Hoho. Okay. Okay, den, naja, den Umhang vielleicht. Gerade wegen der Vorlage. Der Rest ist aber relativ egal. So, dann gehen wir einmal aus der... Naja, ich krieg's nachgeschickt. Wenn ich es gewinnen sollte, krieg ich es nachgeliefert per Post. Ist jetzt nicht so wichtig, selbst wenn ich es nicht bekommen würde. Die Vorlage ist jetzt nicht so wichtig. Wir werden uns jetzt hier nur noch fleißig drehen. Für diese Folge war es das Ganze. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen wieder. Ich kann eigentlich ein Versprechen abgeben, dass die Folge morgen kommen wird. Die werde ich jetzt dementsprechend nämlich gleich hochladen, gleich noch benennen und dann wird die um 13.30 Uhr wird die Folge erscheinen. Das sehen wir mal, das ist alles hier mit heißer Nadel gestrickt. Schneiden oder sowas gibt es nämlich bei mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand aufgefallen ist, aber ich schneide prinzipiell nie eine Folge. Außer es ist wirklich irgendwas komplett schief gelaufen, dann tue ich mir das an, aber das kam bis jetzt zweimal vor. Und das bei 630 Folgen oder sowas, von daher, scheiß drauf. Okay, vielen lieben Dank fürs Zusehen, wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut!